So, jetzt recorden wir endlich. Wir haben eine neue Serie für euch aufgenommen oder ein neues Format, kann man sagen. Science in Practice, wir haben schon im Podcast angekündigt. Alles ist im Kasten, nur das Intro fehlte. Deswegen stehe ich jetzt hier auf dem Balkon und muss das Ganze nochmal aufnehmen. Was wollen wir hier machen im Science in Practice? Wir wollen euch eigentlich mitnehmen in unser Training und so ein bisschen diese wissenschaftlichen Ansätze mit reinnehmen. Also sprich, warum machen wir das Ganze und was steht dahinter? In der heutigen Folge oder Episode, in der ersten Folge, kommt was zum Thema Barfußlaufen. Sebastian hat eine neue Studie gefunden und wir haben passend von Nike den neuen Nike Free zur Verfügung gestellt bekommen. Mega cool. Und danach kommen noch ein paar Hügelläufe und ein kleines Warm-up-Programm, aber nicht klassisch Lauf-ABC, sondern ein bisschen anders. Aber das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Okay, so wir sind jetzt eingelaufen. Schaut auch gerade, wenn ihr wieder so mit so einem Barfußschuh anfangt, dass ihr nicht zu viel lauft. Bei den Nike Free ist auch zum Beispiel so eine Beilage dabei, wo dann beschrieben wird, die ersten 3 Wochen nur im Alltag den Schuh zu tragen oder bei so lockeren Läufen wie hier. Einlaufen auch aktuell oder auch immer wieder, ja, gerade wenn ihr wieder einsteigt, macht es immer mal auf dem weichen Untergrund, so wie hier auf dem Rasen, haben wir auch schon mal damals in dem Video mit dem, wie ihr mehr laufen wie ihr könnt. Mehr laufen könnt, genau. Genau, haben wir es auch gemacht. Weiche Untergründe helfen euch da auf jeden Fall. Klar, wenn man nachher in die Spezifik geht, also zum Marathontraining, sollte man auch nochmal auf dem Asphalt laufen, einfach nur, damit der Impact gewohnt ist. Aber ansonsten, gerade wenn ihr mit dem Barfußlaufen anfangt oder mit den Schuhen, easy peasy aufbauen. Eure Füße sind das nicht gewohnt und deshalb, ne, haben wir eben auch schon gesagt beim Einlaufen, easy anfangen. Easy anfangen und wenig laufen vor allen Dingen. Genau. Ich habe schon gesagt, ich hatte in den letzten Jahren so ein bisschen Fußprobleme. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das hilft, um das ein bisschen aufzubauen oder ob ich es damit ganz kaputt mache. Wir halten euch auf dem Laufenden. Fingers crossed. Ja. Genau. Ansonsten, Nick hat es eben angedeutet, es gibt so 1, 2 Studien, die jetzt auch gezeigt haben, dass man mit den Barfußschuhen auf jeden Fall auch die Fußmuskulatur stärken kann. Das ist nämlich das, worauf ich vertraue. Ja. Deswegen genau. Sind wir angefangen damit. Aber wichtig ist, erwartet nicht von euren Füßen, dass sie plötzlich etwas können, was ihr nicht trainiert habt. Wie immer. Ja, ihr legt auch nicht die 100 Kilo auf die Langhanteln und macht die tiefen Kniebeugen damit, sondern ihr gewöhnt auch da auch den Körper daran. Und beim Laufen merkt man das vielleicht am Anfang nicht, aber deshalb umso mehr darauf achten, fliegt gerade ein Flugzeug, so ein Heli, ist egal. Ein Heli bei uns, dass man da langfristig rangeht und euch auch die Zeit lasst. Und ich sag's schon mal vorweg, bevor wir es gleich vergessen, macht es beim Einlaufen, aktiviert eure Fußmuskeln, ja, macht es aber nicht beim Auslaufen. Ne? Wir gehen jetzt gleich zum Hügel, laufen da ein paar Mal hoch, danach sind wir müde, dann wollen wir nicht dann wieder barfuß laufen, dann irgendwie hier so rumschlendern und uns irgendwie in die Verletzung reinlaufen. Also vorher zur Aktivierung oder ansonsten auch gerne nochmal am Anfang im Alltag tragen, aber guckt auch einfach mal so, dass so ein Barfußschuh jetzt nicht eure Pantoffeln werden. Es ist auch immer noch ein Laufschuh irgendwo. Genau. Ja. Du hast gesagt, die Fußmuskulatur wird gekräftigt. Genau. Was bringt uns das? Ja, sehr gut. Oder was soll das bringen? Also was zeigt die Studie? Zeigt die einfach nur, es kräftigt die Fußmuskeln oder ist auch irgendeine Aussage drin, wir machen das, weil... Nee, also da ging es jetzt wirklich nur um die Fußkraft, die Fußmuskelkraft sozusagen. Da gibt es so ein paar Tests, so Großzehenbeuger und so weiter. Oder Strecker vor allen Dingen. Das ist auf jeden Fall das, was wir erstmal, ja, hoffen, erreichen zu können. Und das, darum ging es erstmal, war wie so eine Grundlagenforschung im Grunde. Was uns das jetzt wirklich dann bringt beim Laufen, können wir uns ein bisschen überlegen. Also erstmal Verletzungsprophylaxe natürlich. Was wir uns auch überlegen können, ist, umso besser der Fuß trainiert ist, desto besser können wir das dann stabilisieren und es wieder abdrücken. Und dafür wollen wir ja natürlich einen reaktiven, kräftigen Fuß haben oder die Fußmuskulatur. Und das wollen wir erreichen. Ja, top. Dann ab in die Hügelläufe. Auf geht's. Was war es? 10x200? 8x200? Ja, aber machen wir gleich noch ein kurzes weiteres Warm-up. Stimmt. Zeigen wir euch jetzt. Noch mehr Warm-up. Trainer. Was gibt es noch für ein Warm-up? Genau, also wir sind jetzt also ein bisschen eingelaufen, 10 bis 15 Minuten. Jetzt kommen wir zum dynamischen Aufwärmprozess, wo wir wirklich auch mal ein bisschen die Muskulatur ansteuern wollen, die wir erstens brauchen und dann auch immer die Antagonisten. Also was wir natürlich wollen, ist irgendwie gleich, wir wollen uns gut abdrücken können. Das heißt, wir müssen unsere Muskulatur gerade auch im Gesäß, in der Wade vielleicht und auch ein bisschen den Oberschenkel aktivieren. Auf der anderen Seite wollen wir vielleicht auch ein bisschen den Hüftbeuger aufdehnen. Das ist ja immer so eine Sache, wenn ihr länger im Auto gesessen habt nach der Arbeit oder ja, wir sitzen ja sowieso viel zu viel im Auto und so weiter, dass wir da nochmal rangehen. Und ansonsten
eher dynamisch arbeiten, nicht statisch. Wir wollen jetzt nicht irgendwie ein langes Stretching machen, wir wollen unseren Körper vorbereiten und auch nicht Ewigkeiten. Und wir zeigen euch jetzt eine kleine Auswahl, aber am Ende des Tages müsst ihr schauen, was für euch funktioniert. Da gibt es jetzt nicht das Programm, was für jeden funktioniert. Aber es ist ja wichtig, generell kann man, glaube ich, sagen, lieber dynamisch vor der Belastung als irgendwie statisch in die Belastung gehen. Und genau. Also ein bisschen Movement Prep, also die Bewegung vorbereiten. Das ist immer der Gedanke. Dann mal los, was ist die erste Übung? Okay, also erste Übung ist, ihr sucht euch eine Plattform, irgendwie eine Mauer oder eine Treppe, die relativ hoch ist. Für Nick ist es jetzt schon optimal, für mich wäre es fast schon ein Ticken zu hoch. Was ihr macht ist, ihr geht in eine Ausgangsposition, genau, Läuferstellung, ja, also diagonal koordiniert, rechtes Knie, linker Arm oder eben umgekehrt. Und dann drückt ihr euch gleich aus dem Gesäß hoch, ja, haltet aber das Becken stabil. Ah. Ja, Balance ist immer so eine Glückssache. Und es geht nochmal hoch. Und oben auch den Fuß anspannen. Wir wollen auch die Schienbeinmuskulatur vorne ansteuern. Rumpf. Ihr seht, ich bin Profi. Ja. Mache ich oft die Übung. Genau. Rumpf anspannen. Ja. Weil wir wollen nicht ins Hohlkreuz fallen. Und vor allem wichtig, nicht irgendwie vom Boden irgendwie großartig abstoßen, sondern es soll eine Ansteuerung der Gesäßmuskulatur sein und der ganzen Rumpfmuskulatur. Darum geht es. Genau. Ihr macht davon so 5 bis 10 Mal. Tipptopp. Das läuft schon mal gut. Das läuft gut. Ja, ihr merkt, für mich ist es ein Ticken zu hoch, weil ich muss am Anfang immer so ein bisschen Schwung hier hinten rausgeben. Aber dann geht's. Ne? Bleibt schön aufrecht. Nicht ins Hohlkreuz fallen, Bauch anspannen. Ja, der war besser. Genau. Fast schon so eine kleine Kräftigungsübung auch. Aber hier geht es vor allen Dingen um die Achse. Kleine. Ich muss übrigens so Übung viel öfter machen. Also ich habe es nie wirklich gemacht. Ja. Sieht man auch an meiner Ausführung. Beim Nick war immer das Becken instabil. Das ist eigentlich eine gute Übung dafür. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Übung. Ja, und zwar, da müsst ihr gucken, ob ihr das macht, wie ihr das macht, ob ihr euch zum Beispiel an der Mauer festhaltet. Oder aber wenn ihr es könnt auch, einfach ja, in die tiefe Kniebeuge. Einfach runter. Ja, knack. Genau. Und dann versucht ihr mal so ein bisschen die Fußgelenke zu mobilisieren. Vielleicht auch mal aufrichten. Ja, dann wird es schon schwer. Aber der Nick, der ist ein Profi. Ihr seht das, er hat viel gesquattet in seinem Leben. Squatten kann ich. Ja, schön nach außen mal so ein bisschen. So, dann könnt ihr mal das Knie nach innen nehmen. Und mal so vielleicht immer so ein bisschen aufrichten, fast schon. Auch mal von die Ferse abheben. Das mobilisiert schön eure Hüfte. Genau. Okay, auch gar nicht zu lange. Ja? Und jetzt waren wir natürlich sehr verkürzt auch nochmal, irgendwie in der Hüfte. Und deswegen gehen wir jetzt hier in die Posi und stretchen mal hier Hüftbeuger, Oberschenkel, auch hier die Faszie. Und gehen dann mal hier in diese Kippbewegung. Ich verlängere das hier den Weg. Und das machen wir auch immer ein bisschen dynamisch, nicht zu statisch. Und ihr könnt auch ein bisschen Rotation noch reinbringen. Gesäß hinten anspannen, das ist wichtig. Seitenwechsel. Wahrscheinlich merkt ihr, dass eine Seite besser geht. Bei mir ist die rechte immer ein bisschen dichter als die linke. Bei mir ist andersrum. Ah, sehr gut. Und wie gesagt, wir wollen nicht zu viel arbeiten dort. Es geht einfach nur darum, die Muskulatur ein bisschen anzusteuern. Was wir jetzt noch machen, und das kennt ihr ja von uns, ein bisschen Plyometrie, ganz am Ende noch. Da gehen wir jetzt auf eine etwas andere Stufe, die ein bisschen flacher ist. Und dann machen wir kleine Sprünge und dann sind wir bereit. Ne? Wir trainieren nicht, um uns aufzuwärmen, sondern wir wärmen uns auf, um zu trainieren. Auf geht's. Ich kann nicht mehr. Also, jetzt kommen wir hier an eine kleine Stufe. Das könnt ihr auch gut am Bordstein machen, wenn ihr eine habt. Ja? Sollte nicht zu hoch sein. Ich denke, das sind jetzt hier so knapp 15 bis 20 cm. Und dabei geht es nur darum, dass wir kurz hoch und wieder runter. Hoch, wieder runter. Schön reaktiv. 10 Mal die Arme mitnehmen. Core anspannen, also Rumpf anspannen. Zack. Ist auch ein bisschen koordinativ auch. Und vom Gefühl her ist es so, dass wenn ihr unten aufkommt, ihr eigentlich nichts macht. Ja, der Dehnungsverkürzungszyklus in der Achillessehne und in der Wade, der bringt euch wieder nach oben. Also kurze Kontakte. Es ist nicht so, dass ihr unten aufkommt und irgendwie jetzt verharrt und wieder hocharbeiten müsst, sondern ihr landet nur zack, wieder nach oben. Zack, wieder nach oben.
Darum geht's. Kurze Kontakte und den Rumpf final ansteuern. So, jetzt sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Wenn ihr noch ein paar Lauf-ABC-Übungen machen wollt, die kennt ihr aber alle. Wir tun jetzt hier nicht nochmal anfersen, Kniehebelauf und sonst was rum vor hier. Können wir auch gar nicht. Können wir nicht, doch, können wir schon, aber wir wollen euch ja was Neues zeigen. Wenn ihr das noch braucht, könnt ihr es gerne machen. Ansonsten könnte man noch 2, 3 Steigerungsläufe auf jeden Fall einbauen. Das werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz machen. Gerne auch schon an der Steigung, um euch einfach daran zu gewöhnen. Und dann legen wir los. Los. Attacke. Also, letzte Steigerung natürlich immer so, wie ihr es vielleicht von der Bahn kennt, wenn ihr mit Spikes trainiert. In den Schuhen, mit denen ihr auch die Intervalle lauft. Bei uns kann das natürlich nur ein Schuh sein. Und dann geht's los. Oder Nick, der läuft nur in kurzer Hose. Ich zieh mir noch eine kurze Hose, sonst kommst du nicht mit. Mir ist das zu kalt heute. Weißt du, dass man die Socken sieht hier? Ah, aber das ist ein unfairer Vorteil. Ja, deswegen. Der hat keine Chance. Okay, wir sind warm. Alle Muskeln aufgewärmt. Jetzt geht's los mit den Hill Wraps. Wir stecken uns einen ein. Fünf Stück haben wir, wie wir es auch selber empfehlen. Erste Hügellaufe, Läufe wieder für uns, ich kann schon kaum noch reden. Vorsichtig anfangen, auch hier wieder 2x5 Wiederholungen zwischendrin. Was machen wir? 5 Minuten Break? Ja, wir gehen jetzt locker runter, lockern uns unten nochmal, laufen nochmal einen kleinen Kreis und dann geht's hoch. Aber denkt dran, saubere Technik, hinten abdrücken, das was wir eben besprochen haben. Also wichtig ist, immer schauen, dass ihr ein Tempo durchlaufen könnt. Und unser Tempo wurde heute durchs Gefühl mal wieder geprägt. Und meine Garmin sagt genau richtig. Genau richtig. Naja, also das hier wirklich die Ventilation, ihr hört das über die 5 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen oder innerhalb der Sätze schön stabil haltet. Ihr müsst es immer im Griff haben, dann ist es auch ein VO2 Max Training. Alles andere ist sonst nur anaerobe Kapazität und das wollen wir nicht trainieren in dem Fall jetzt hier. Ja, was wir selber noch festgestellt haben, früher sind wir ganz anders gelaufen. Da war das nämlich immer, wo wir noch ambitionierter unterwegs sind, auch immer viel mehr ein Battle. Und ich glaube, wir trainieren jetzt gerade besser, auch durch euch, als wir das oftmals früher selber gemacht haben. Genau. Gute Schlussworte. Grüß nochmal ein Learning. Ja. Wir laufen uns jetzt aus. Genau. Und das war's fürs Video. Und dann Daumen hoch. Spaghetti-Eis. Und Spaghetti-Eis, genau. Und wenn ihr mehr davon haben wollt oder was ihr mitbekommen wollt, abonnieren. Sollen wir mehr Science in Practice machen? Ja. Und was? Welche Themen? Ja. Welche Ideen ihr habt? Alles unten in die Kommentare und bis zum nächsten Ding. Ciao. Tschö, tschö.